Hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und ich habe wieder ein Thema für euch. Nämlich mein Thema ist, es ist schwer ein guter Mensch zu sein. Ich sehe mich als einen guten Menschen an, aber wenn ich gerade so die Bedingungen, die da von da draußen gestellt werden, beachte, bin ich ein ganz furchtbar schrecklicher Mensch. Ja, also, was meine ich damit? Ich lese in letzter Zeit... Entschuldigt, ich habe gerade eine Tablette genommen und die hat einen echt fies bitteren Geschmack. Ja, egal. Ich lese zum Beispiel Zeitungen, in denen steht, dass Dieselautos so ganz furchtbar sind. Ich lese Zeitungen, dass SUVs so furchtbar sind. Man soll Fairtrade-Schokolade nur kaufen oder Fairtrade-Artikel oder Kleidungsstücke. Man soll doch nicht so viel Klopapier benutzen, weil es eben die Bäume... Man soll nicht so viel von dies und das und jenes und sel. Und jetzt mal ganz ehrlich, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Also wenn ich jetzt nur daran denke, ich bin jemand, ich brauche ein Auto. Also ich fahre nicht Auto, aber ich werde gerne mit Autos gefahren, weil ich das einfach schöner finde. Und wenn ich tatsächlich jemand bin, ich finde es blöd zum Fahrradfahren. Es tut mir leid, ich kann es nicht anders formulieren, aber es ist so. Ich bin zu dappig, um Fahrrad zu fahren. Wenn ich aufs Fahrrad steige, ich habe es mal gelernt vor vielen Jahren, aber inzwischen habe ich es verlernt. Und es ist nicht so, es ist nicht, wie der Spruch heißt, Fahrradfahren verlernt man nicht. Ist nicht wahr. Ich fliege da immer inzwischen runter. Ja, und deswegen bin ich jemand, ich könnte nicht Fahrrad fahren. Und selbst wenn, dann wäre ich ein Verkehrsrisiko. Ich mag es nicht, den Gedanken auf einer Straße fahren zu müssen, und nicht überall sind Fahrradwege. Und ich fände es für mich persönlich zu gefährlich, auf einer Straße zu fahren, weil ich dann zu viel Sorge hätte. Weil so ein Auto wiegt Tonnen und ein Fahrrad wiegt Kilogramm. Also da ist nicht so viel Schutz da. Und es ist für mich einfach was, wo ich nicht so gut finde. Oder meine Mama isst zum Beispiel unglaublich gern Lindschokolade. Aber Lindschokolade ist nicht fair trade. Ist sie einfach nicht. Können wir sagen, was wir wollen. Ist so. Aber ich finde deswegen trotzdem nicht, dass meine Mutter ein schlechterer Mensch ist, nur weil sie nicht darauf achtet, dass die Schokolade fair trade ist. Weil, und dafür habe ich erst vor kurzem eine Doku gesehen, die hieß Die Betrügereien jetzt weiß ich nicht mehr, ob es der Milch- und der Schokoladeindustrie war oder. Ich glaube, es müsste so in der Art sein. Also es hat auf jeden Fall auch, ging um AIDS, Schokolade und sowas. Und daher wurde dann gesagt, und das weiß ich noch, dass zum Beispiel diese Fairtrade-Schokolade, das Logo, gar nicht so viel bedeutet, also dass es nicht den Unterschied macht, weil da, klar, werden dann die Bauern so gerechter bezahlt, aber es kommt dann eben auch immer darauf an, wie viel von der Kakaobohne gepflückt wird. Und das macht auch einen Preisunterschied. Tja. Das Fairtrade-Logo ist nicht so das Riesen-Mega-Zeichen, das man mal sagt. Oder was ich auch gehört habe, ist, man soll sich keine SUVs mehr kaufen, weil die so furchtbar für die Umwelt sind. Jetzt mal ganz ehrlich, wer hat das Recht zu sagen, du darfst dir kein SUV kaufen? Mein Papa zum Beispiel, der hat ja, wie ihr wisst, Rheuma. Da habe ich ja in einem anderen Video irgendwann mal erwähnt, dass mein Vater Rheuma hat. Und von dem Rheuma her ist er nicht sehr beweglich. Und er ist ein sehr großer Mann. 1 Meter irgendwas 80. Ich finde ihn riesig. Ich bin nun 1,84. Sehr charmant, Mami. Und mein Vater ist dann halt groß. Mein Vater ist kein Erdnuckel wie ich. Und mein Papa braucht von seinem Rheuma her einen Winkel, in dem er ins Auto einsteigen kann. Und deswegen kommt für ihn nur ein SUV in Frage. Weil der eben hoch genug ist, damit er in das Auto reinkommt. Aber mein Vater ist auch kein schlechter Mensch. Im Gegenteil, er ist ein hervorragender Vater. Ich meine, er hat mich großgezogen. Und er hat meine Mom als Frau ausgesucht, die echt super duper ist. Und dennoch würden jetzt ganz viele Leute hinstehen und sagen zu meinem Vater, er ist ein ganz schlechter Mensch und er ist überhaupt voll der Umweltsünder und er ist ganz grauenhaft, weil er sich entschieden hat, ein SUV zu kaufen. Und ich sage jetzt einen Satz, den wahrscheinlich keiner von diesen Menschen gerne hören wird, aber ihr da draußen seid kein Stück besser. Ihr seid nicht besser. Es ist einfach so. Weil viele von denen da draußen, die jetzt sich beschweren über SUVs, über Fairtrade-Schokolade, wir müssen noch was gegen die Ausbeutung tun. Das sind die letzte Woche, die sich noch vor einer Woche davor ein Handy gekauft haben. Die vor 3 Jahren ein SUV gefahren sind. Die sich gestern Abend noch
einen Ace reingezogen haben von irgendeiner Firma, wo bestimmt keine Fairtrade-Schokolade hat. Das kann ich euch schon mal garantieren. Die wenigsten Firmen benutzen Fairtrade-Schokolade in dem Eis. Die in Kinos gehen, die jetzt mit ihren Fahrrädern fahren, aber dann nicht irgendwie fahren, sondern verkehrsgefährdend Fahrrad fahren und die dann von ihren Mountainbikes runtersteigen und sagen, ich tue was für die Umwelt, weil ich fahre Fahrrad. Und sich damit so viel besser fühlen als all die anderen, die nicht Fahrrad fahren. Aber die dabei eine Sache vergessen. Nicht jeder Mensch ist gleich. Und nicht jeder kann Fahrrad fahren. Und nicht jeder kann sich ein Auto kaufen, das klein ist. Ich meine, wenn ich jetzt mal überlege, mein Bruder, der ist 1,93 Meter. Wenn ich den jetzt mir vorstelle, wie er in so einen Smart einsteigen will, dann muss ich schon sagen, das Bild, das erinnert mich dann so ein bisschen an dieses, wenn viele Clowns in so kleine Autos einsteigen. So stelle ich mir das dann vor. Und es würde seinem Rücken schaden. Und ja, das sind so diese Sachen. Manchmal kann man nicht die perfekte Variante eines Menschen sein, weil es einfach nicht geht. Und ich sage es jetzt, wie es ist. Ich kaufe mir meine Eier, egal ob sie jetzt freilaufend sind oder ob es Stalleier sind, weil ich kaufe sie vom Bauern. Und da weiß ich, er behandelt seine Hühner gut. Aber wenn du jetzt in den Laden gehst und dir irgendwelche Eier kaufst, heißt das nicht, dass ein freilaufendes Huhn automatisch besser gelebt hat als ein Stallhuhn, weil viele von den freilaufenden Hühnern haben kein deutend besseres Leben. Also wäre es vielleicht einfach mal eine Sache, die vielleicht die Leute, die wirklich etwas verändern wollen, die wirklich etwas Gutes für die Menschheit tun wollen, wäre zu sagen, ja, ich fahre Fahrrad, ja, ich kaufe Fairtrade-Artikel, ja, ich kaufe Eier von freilaufenden Hühnern, ja, ich bin nun mal, ich achte auf den CO2-Gebrauch im Haushalt und ja, ich kaufe keine neuen Telefone mehr. Aber vielleicht wäre es dann einfach auch mal nett, wenn diese Menschen eine einzige Sache tun würden, nämlich einfach mal die Klappe halten und es nicht allen aufs Brot schmieren, die gerne etwas anderes tun würden, aber keine andere Wahl haben. Weil es eben von ihrem Lebensstil oder ihrer Gesundheit her nicht anders geht. Und ja, selbst der bestgemeinteste Tipp der Weltgeschichte kann furchtbar in die Hose gehen, wenn man beim anderen dann eher das Gefühl auslöst der Minderwertigkeit. Und seien wir mal ganz ehrlich, niemand ist weniger wert als jemand anders, nur weil er anders lebt. Im Gegenteil, wir sind alle gleich viel wert. Und da ist egal, ob wir Mensch sind, Tier sind oder eine Hummel. Ja, das sage ich euch. Mir ist eine Hummel gleich viel wert als ein Mensch. Und ja, das ist alles, was ich dazu heute sagen will und sagen kann. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch irgendwie, wie ihr das seht oder ob ihr da anderer Meinung seid. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch ein wunderschönes Wochenende und ja, egal, ob ihr jetzt Fairtrade-Schokolade esst oder keine Fairtrade-Schokolade, lasst euch eure Schokolade trotzdem schmecken. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!